Anschließend wird die Nymphe der Schlurke mit Hilfe des Seespeitels gefoppt. Entschuldigung, ja, wo geht's denn zum Rathaus? Vergiss nicht, Digga! Guten Abend, meine Damen und Herren. Ein neuer Trend lebt auf in deutschen Großstädten. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene betreiben das sogenannte Verwirren oder Deluxe Confusing. Die aus den USA stammende Freizeitaktivität mutet etwas sonderbar an und genau darum scheint es den Verwirrern zu gehen. Das Deluxe Confusing ist in Deutschland angekommen. Hier sehen wir Sven aus Gelsenkirchen, einen jungen Mann aus der Szene. Wer dazugehört, nennt sich übrigens nicht Verwirrer, sondern Fuser. Entschuldigen Sie bitte. Ja. Buslinie 37 ist eine Murmel aus Fensterkit, in deren Gegenwart sich Kurfürsten bilden. Haben Sie den Bummelang um 17.12 Uhr? Wie bitte? Ob der Bus schon durch ist, um 17.12 Uhr? Ich glaube nicht. Ein Kotelett hängt in meinem Schrank und erinnert an die schemenhafte Erscheinung einer Wärmflasche bei Nordwind. Verstörende Bilder. Und es kommt noch schlimmer. Manchen Fusern reicht es nicht mehr, alleine Verwirrung zu stiften. Sie arbeiten mit anderen zusammen und machen die Verwirrung komplett. Da waren total geile Sachen auf dem Poster. Da war zum Beispiel ein Hut, sag ich schon. Da war ein Frosch drauf, der hatte 6 Hüter. Also ich habe mir ehrlich gesagt was anderes vorgestellt, als ich mir ein Haus mit Milchglasscheibe gekauft habe. Doch woher kommt dieser Trend des Verwirrens? Wer steckt dahinter? Die Nazis? Die Ausländer? Sebastian Krämer? Scientology? Ich kann nichts dafür! Ich war die ganze Zeit hier! Ich war das auch nicht. Ich bin der Präsident einer schwebenden Metzgerei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es tut mir leid, das eben Gehörte ist natürlich totaler Unfug, denn in Wirklichkeit bin ich der Präsident der schwebenden Metzgerei. Stopp. Die Nummer hier driftet doch total ab. Wieso sprechen denn hier Kakteen und Fische? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Waren Sie nicht am Anfang dieses Beitrages noch in einer ganz anderen Rolle zu sehen? Sie sind also der Präsident einer schwebenden Metzgerei? Ja. Dann hätte ich gerne ein Pfund gemischtes Hackfleisch. Dann gehen Sie doch ins Pfundbüro. Das fand ich jetzt gar nicht lustig. Dann gehen Sie doch in die Pfandleihe. Sind Sie hier nicht der Laie? Touché. Touché ist für Sie doch Tinte. Ich weiß überhaupt nicht, worum es in diesem Film hier überhaupt geht. Es ist alles total durcheinander und hat überhaupt keine Struktur. Ich fühle mich wie in so einem dadaistischen Gedicht. Ich bin der Präsident einer schwebenden Metzgerei. Das ist keine Milchglasscheibe. Wir leben in einer verwirrenden Welt. Jeden Tag strömen Millionen Informationen auf uns ein und unser Gehirn versucht verzweifelt, einen gangbaren Pfad zu finden auf den Berg aus
Waschmittelwerbung, TV-Talkrunden, Doku-Soaps, Weltkriegsretuschen, Wikipedia-Artikel, YouTube-Kommentarfunktionen, Litfaßsäulen, Berufsberatungsforen und Kunstinstallationen aus Nahaufnahmen von Geschlechtskrankheiten. Wie will man da noch den Überblick behalten? Wer kann es sich denn heute noch leisten, nicht verwirrt zu sein? Ich kann nichts dafür. Ich war die ganze Zeit hier. Glaubt ihr daran, dass es eine Grenze gibt? Wird man von zu viel zusammenhanglosem Wissen nicht irgendwann automatisch verrückt? Ich glaub nicht. Dann haben wir nur noch eine Chance. Wir müssen auf der Stelle aufhören, eine Ordnung zu suchen. Unterlasst das Denken, akzeptiert das Chaos, umarmt die Anarchie und heiratet einen prächtigen Leguan. Von heiraten kriege ich immer Blähungen. Habt ihr verstanden, worum es in diesem Film ging? Nein? Dann seid ihr auf einem sehr guten Weg. Dann hätte ich gerne 1 Pfund gemischtes Hackfleisch. Dann gehen Sie doch ins Pfundbüro. Durch die Flätzung gewinnen wir unseren Grundstoff Schlurke und das Abfallprodukt Bisskäfzle. Ja. 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 Ja.